Schläft Frau Gradiva immer so viel? Sie nickt häufig ein. Wenn sie dann noch 10, 15 Minuten wieder aufwacht, ist sie meist ganz erholt und frisch. Komisch. Ich mag tagsüber gar nicht gerne schlafen. Du bist aber auch nicht 78. Aber Klößchens Cholesterinwerten wird er das bestimmt auch nicht. Bist du nicht Gabi? Suchst du Frau Gradiva? Die macht gerade ein Nickerchen. Später gehe ich dann mit ihr spazieren. Toll, dass Sie sich so um Frau Gradiva kümmern. Sie sieht viel besser aus als vor dem Sommer. Es tut ihr gut, jemanden zum Reden zu haben. Als sie alleine lebte, war sie sehr einsam. Ihr Sohn kam nur vorbei, wenn er etwas von ihr wollte. Axel, ein schmieriger Typ. Frau Gradiva ist auch ganz unglücklich. Axel versucht, ihr die Villa abzuschwatzen. Frau Gradiva windet sich wie ein Aal, denn sie will die Villa nicht hergeben. Aber Axel ist hartnäckig. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt hier weitergehen soll. Ja. Und ich bin gleich wieder da. Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. So. Bin wieder da. Ich musste kurz die Welt retten. Nee, eher gesagt meinen Laptop, weil der Strom war nur noch gering. Und jetzt geht es aber schon weiter. Hier. Ja. Zack, 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 tada. Mit Tim waren wir noch gar nicht da. Hallo, suchst du Frau Gradiva? Genau. Ich wollte sie zu den Vorfällen im Park ihrer Villa befragen. Sie regt sich immer sehr auf, wenn es um das Haus geht. Axel möchte ja, dass es abgerissen wird, aber sie sträubt sich dagegen. Ist sie bei Karl nochmal da? Ein Stück im Wald, ganz still. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein. Sag, wer mag dies Männlein sein? Das steht im Wald allein. Mit den purpurroten Mäntelein. Möchten Sie in Ihr Zimmer, Frau Gradiva? Nein, ich liebe meinen Park. Das ist so traurig. Keine Ahnung, wieso, aber wenn alte Frauen so klar niedliche Lieder singen, das wird total traurig. Da ist sie wieder am Ratzen. Und hier? Gabi, wie schön, dich zu sehen. Liebe Frau Gradiva, was können wir nur tun, um die Libellen in Ihrem Park zu schützen? Axel hat mir versprochen, dass er sich auf jeden Fall darum kümmern wird. Ich glaube, eigentlich ist er doch ein guter Junge. Wenn Sie meinen... Sige! Ganz klar. Was ist das eigentlich? Können wir dir das zeigen? Nein. Mit Karl. Eriklein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehen ihm gut, ist gar wohl gemut. Aber Vater weinet sehr, hat ja nun kein Erik mehr. Kann ich etwas für Sie tun, Frau Gradiva? Nein, nein, hier ist schön. Okay, betalen wir es nicht nochmal dahin, das ist zu traurig. Ja. So,
Ja, Gabi, vielleicht weiß sie noch was. Dieser Axel ist ja wirklich eine ganz miese Socke. Seine arme, verwirrte Mutter so unter Druck zu setzen. Stimmt. Jo, stimmt. Lalalala. 5. Wissen Sie, dass im Park der Villa ganz seltene Libellen... Wann beginnen denn die Bauarbeiten für die Surfschule? Er hat ja gesagt, dass die Libellen ihm scheißegal sind. Ich erwarte täglich die Baugenehmigung. Seitdem wir das Problem mit dem Baum nicht mehr haben, sieht alles gut aus. Ja, ich ist Kevin zu sehen. Aber TKKG wird da bestimmt noch dazwischen kommen. Ganz bestimmt. Wofür gibt es diese Trollei denn hier eigentlich? Ach, der Kuchen ist weg. Sehr gut, wie ihr den sauberen Herrn Muskelprotz überführt habt. Überführt ja, aber dadurch werden wir den Neubau wohl kaum verhindern können. Axel muss zwar eine Geldstrafe zahlen, aber der Baum ist jetzt weg und der Baugenehmigung steht somit nichts mehr im Wege. Wirklich schlimm, dass der Polizei und den Gerichten die Hände gebunden sind. Oh! Was ist denn das? Palm? Palm? Das kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Jetzt fällt es mir ein. Kurz nachdem ich im Waisenhaus anfing zu arbeiten, saß eines Abends ein kleiner Junge, so 1 bis 1,5 Jahre alt, in der Sandkiste. Er weinte. Wir fanden in seiner Jackentasche einen Zettel. Bitte kümmern Sie sich gut um ihn. Stell dir vor, er war bei uns ausgesetzt worden. Teuer angezogen, von Kopf bis Fuß, ganz neue Sachen. Alles war von Palm. Wie hieß denn der kleine Junge? Wie seine Eltern ihn genannt hatten, wussten wir nicht, denn er konnte seinen Namen noch nicht sagen. Wir haben ihn Stefan genannt. Daran erinnere ich mich deshalb so genau, weil ich damals so sehr für Stefan Petri schwärmte, den Heldentenor an der Oper. Auf zu Stefan Petri. Der kleine Junge. Was ist das denn? Unser erstes Auto. Darauf haben wir lange gespart. Das ist Anfang der 60er vor unserem Haus in Neustadt. Hier, dies ist ein Bild des kleinen Stefan. Gott, er war ein so süßer Junge. Ich habe immer versucht, ihm die Elefanten zu zeigen, aber er hat sich nur für die Spatzen interessiert. Kann ich das Foto ausleihen? Ich würde es gern einigen Leuten zeigen. Klar, Karl, aber bringe es zurück. Es ist mein einziges Bild von Stefan. Ein Gruppenbild aus dem Waisenhaus. Das muss so 62, 63 gewesen sein. Die Schwesterntracht stand mir gut, findest du nicht? Ja, doch, steht dir gut, ja, doch, der Erik, der kleine Erik, das zeigen wir der Frau Grativa später. 7. Nein, 8. Zu dem will ich doch gar nicht. Nochmal hier. Boah, der Kuchen ist alle. Unser erstes Auto. Darauf haben wir lange gespart. Ja, dann gehen wir auch nicht mehr weiter. Gibt es häufiger Findelkinder? Nein, so etwas ist ganz selten. In den 9 Jahren, die ich im Waisenhaus gearbeitet habe, gab es nur diesen einen Fall. Da werde ich schon wieder müde. Ich weiß dann gar nicht mehr, wo und wann ich überhaupt weshalb hin will und so. Stimmt es, dass Libellen beißen? Allerdings, ich bin neulich von einer Feuerlibelle, Cocotemis Erythrea, gebissen worden.
Aus diesem Grund sind Libellen auch als Teufelsnadeln bekannt. Sie beißen natürlich nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Sag ich ja, wir müssen diese Viecher abrichten, damit Tausende von Schwärmen den Axel Gradiva da ausstechen können. Nee, was will ich denn damit? Mit Karl haben wir doch nur das Bild abgeholt. Was können wir tun, um den Libellen zu helfen? Wie lange haben Sie im Waisenhaus gearbeitet? 9 Jahre. Dann zogen wir von Neustadt hierher. Als ich ging, kam Stefan das Findelkind gerade aufs Gymnasium. Er war ein guter Schüler. Schade, dass ich nie erfuhr, was aus ihm geworden ist. Also ist er nicht tot. Der müsste also noch leben. Wie lange haben Sie im Waisenhaus? Was können wir tun, um den Libellen zu helfen? Sauberes Wasser und Ruhe. Viel Ruhe. Deshalb wäre die Surfschule am See eine Katastrophe. Die Libellen würden bei der Eiablage gestört und die Larven könnten nicht in Ruhe zu Libellen heranreifen. Ja. Wann haben Sie den kleinen Stefan gefunden? Wie lange arbeiten Sie schon bei Grünfrieden mit? Ach, Kindchen, lass mich mal nachdenken. Seit 3 Jahren aktiv. Vorher ging ich aber schon sehr gerne zu den DIA-Vorträgen. Ach ja, DIAs. Die Alten erinnern sich vielleicht noch daran. Da konnten wir das hier, glaube ich, zeigen. Wieder zurücklegen. Aber das wollen wir ja noch gar nicht. Wann haben Sie den kleinen Stefan gefunden? Warte mal. Ich habe im Mai 1961 als Kinderschwester im Waisenhaus angefangen. Das war kurz danach. So Anfang Juni 1961. Ja, jetzt wird's aber auch allerhöchste Eisenbahn, dass wir Frau Gradiva hier, Kennen Sie diesen kleinen Jungen? Tu das weg! Es bleibt verborgen, was verborgen bleiben soll. Bitte was? Willst du mich rollen hier? Ich habe hier ein Foto. Möchten Sie mal sehen? Das ist doch... Oh nein! Kenn ich nicht. Frau, wir wissen genau, dass du weißt, dass das Erik ist. Mein Käfer fliegt. Dein Vater ist im Krieg. Dein Vater ist im Pommerland. Pommerland ist abgebrannt. Mein Käfer fliegt. Ich denke, heute ist Frau Gradiva nicht für Gespräche zu haben. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Sie singen sehr schön. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das will mir nicht aus dem Sinn. So, der Herr Askan, der
hat doch auch was erzählt über die Entführung, oder? Huch,